Hallo Leute, ich grüße euch. Ich möchte euch heute was zeigen, wie ihr eure Handflexibilität und eure Fingerflexibilität erweitern könnt. Ganz einfach mit diesen wunderbaren Kugeln. Die heißen Qigong-Kugeln. Und diese Kugeln sind fantastisch. Sie massieren eure Hände und eure Hände sind voller Reflexzonen, ja, die Handreflexzonen. Und der ganze Körper ist hier drin abgebildet. Also du massierst deine Hände, aber stimulierst auch gleichzeitig deinen Körper, deine Organe, dein Gehirn, deine Knochen. Ja. Aber warum ich das euch zeige, ist, damit ihr noch flexibler werdet mit euren Fingern beim Trommeln. Ja. Es ist fantastisch, die Finger werden fluffiger, können sich besser bewegen. Diese Kugeln gibt es in verschiedenen Größen. Ich persönlich mag es ein bisschen größer und ein bisschen schwerer. Ja. Aber angefangen ist es vielleicht ganz gut mit etwas kleineren Kugeln, die sind auch leichter. Ja. Und am Anfang ist es auch oft so, dass die Kugeln noch aneinander so liegen. Ja, du erstmal die Kugeln erstmal bewegen kannst in deiner Hand. Ja. Das sieht es vielleicht bei mir ganz leicht aus. Ist es auch, wenn man es kann. Okay. Yes. Und die gibt es in verschiedenen Materialien. Das ist so eine Art Emaille. Und diese haben drinnen halt so ein Klimmelbims, ja, so ein Bimmelklingszeug, was ich persönlich sehr schön finde. Es gibt auch Kugeln, du kannst auch Kristallkugeln nehmen. Hier haben wir eine Malachitkugel und eine Bergkristallkugel. Die bimmeln natürlich nicht. Ja. Und die sind aber super schwer. Das mag ich sehr, ja. Der Druck ist groß. Ja. Und wenn du energetisch arbeitest, also wenn du mit Kristallen arbeitest, kannst du damit auch noch Dinge speziell tun. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das ist ein anderes Thema, ja. Ich möchte dir empfehlen, dass du, wenn du damit anfängst, dass du über dem Bett oder über einer weichen Unterlage übst, weil die können schon mal runterfallen. Und gerade wenn du jetzt Kristall nimmst, das wäre natürlich absolut unpassend, dass die runterfallen. Also besorgt euch so eine Kugeln, ja. Und dreht sie. Das ist ein Tipp von mir für eure Handflexibilität und für eure Gesundheit. Hier ist Ingo Gutmann und ich wünsche euch viel Spaß beim Rumkugeln.